So wird Europa vom Stiere gestürzt werden. Der Förderhin von der obersten Kinderlosen aus deutschen Landen und einem halben Kaiser von nebenan am Nasenringe durch die Hinterhöfe gezerret sei. Schwer lastet der eingetriebene Obolus auf ihm und liegt er dann danieder, so wird kein Tränchen fließen. Und der Hof der alten Philosophen wird sich hinter Mauern verbergen, bis ein neuerlicher Lockruf von güldenen Talern kündet. Vielen Dank.